Bei einem Besuch in Stolpe, einem Dorf bei Berlin, wurde ich zur Besichtigung der alten Kirchturmuhr eingeladen. Zum Filmen der Uhr hatte ich leider nur mein Smartphone dabei. Die alte, aus dem 13. Jahrhundert stammende Dorfkirche gehört zur evangelischen Kirchengemeinde Hohenneuendorf-Stolpe. Bekannt ist die Dorfkirche unter anderem durch seinen Taufengel und durch Musikabende, die seit über 30 Jahren im Kirchenschiff stattfinden. Von April bis Weihnachten laden im 14-tägigen Rhythmus rund 18 Konzerte zu einem Besuch in die Kirche ein. Die Dorfkirche war auch Kulisse für einen Fernsehfilm. Hier wurde 2013 der Serienfilm Die Pastorin gedreht. Dankeschön. Ah ja. Der Wetterumschwung jetzt bist. Der macht sich bemerkbar, weil es die Feder wahrscheinlich eine andere Spannung hat, oder? Ja, die haben eigentlich so eine Technik, dass sie das ausgleicht. Aber jetzt habe ich zurückgestellt, dann wieder vorgestellt. Das sind halbe Umdrehungen an dem Pendel. Ah ja. Das ist nicht schlecht zu berechnen. Jetzt mache ich mir das. Ah, das muss man da unten. Pendel wissen. Also sie geht vor, weil das muss ich das Pendel links rumdrehen. Mhm. Mal sehen. 6 Minuten, sagten sie ja. Aufgezogen hatte ich sie ein paar Tagen. Ich habe meine zerrissenen Pullover an hier. Ah, das macht gar nichts. Arbeit. Darf ich fragen, welche Funktion Sie haben? Sind Sie der Pfarrer oder der Küster oder was? Meine Frau war die Pastorin, aber sie lebt nicht mehr. Ah ja. Ich bin im Ruhestand. Ah. Geht eine Woche. Eine Woche. Ah, ja. Und hier ist das Uhrwerk und hier ist das Schlagwerk. Und hier verzweigt sich das dann auf alle Seiten. Mhm. Also was sagt die Uhr? 50, wa? 50, sagen Sie. Mhm. Machen wir das mal. Ah, jetzt läuft sie wieder, ja, jetzt hört man es. Kommen Sie mal her, etwa auf die Höhe meines Kopfs. Ja. Hier sehen, hier ist die, jetzt sehe ich selber nicht. Ja. Nicht hier ist der Zeiger, der sozusagen, ja. Jetzt geben wir noch eine Minute zu. Ah ja, okay. Mhm. Die geht gut. Man, natürlich könnte man sie elektrifizieren, aber wenn man das einmal macht, da geht es nochmal hoch. Na, hier, das sieht man nur, wo ich jetzt stehe. Ja, achso, in den Kirchturm sozusagen hinein, ja. Ja, bis hier ist noch das Steingemäuer. Wir müssen hier direkt 90 Grad hochgucken. Aha. Sehen Sie? Jetzt sehen Sie es. Ja, ja, ich sehe es. Ja. Aha. Sitze. Mit einem Blick kann ich es mit der Uhr am PC vergleichen. Merke ich immer. Ja, hier sind die Gewichte, die Gegengewichte. Ja, das haben wir jetzt gerade aufgezogen. Genau. Dann die. Das eine ist das Schlagwerk. Da geht dieses Seil runter und schlägt unten an die kleine Glocke an. Ja, genau. Die Glocken, die filme ich dann jetzt auch. Dabei nicht mit dem Inschriften der Glocken zu beschäftigen. Das ist alles nicht ganz klar. Hm? Und ich brauchte ein gutes Foto von der kleinen Glocke. Können wir hier rein? Das ist die älteste. Die ist ganz berühmt. Die links hier? Ja.
Das ist die alte von 1534. Ja. Da war der Kurfürst noch katholisch. Er wollte ein großes Geläut hier haben für seinen Dom. Und das ist eine kleine Tochter der berühmten Gloriosa in Erfurt. Die gilt ja als die schönste Glocke des Mittelalters. Aha. Ja. Kennen Sie vielleicht. Na, ich bin da nicht so bewandert, aber ich finde das immer wieder faszinierend. Ja, das steht hier. Unser Aufziehen hat. Jetzt können wir Uhrenvergleich machen. Ja, was sagt Ihre Uhr? Um 4. Na, ich habe sie ja nach Ihrer gestellt. Ja, schauen wir mal, was meine Uhr sagt. Genau, 4 Uhr. 4 geschlagen. Ja. Den können Sie nochmal fotografieren. Hier, der Erntekranz. Ja. Der wird jetzt zum Erntedankfest aufgehängt. Ah ja, es steht ja alles jetzt bevor. Ja, ja. Ja, na, so wie ich das sehe, werden wir uns noch mal treffen, ja, glaube ich. Sie können im Internet das meiste hier. Ja. So, jetzt noch mal in die Kirche.